willkommen zu Fishing Hacks. Ich bin Ino und heute sprechen wir über das Angeln mit dem Carolina Rig. Für das Carolina Rig brauchen wir Fluorocarbon-Schnur, Offset-Haken, Bullet Weights, Glasperlen und Wirbel. Die Fragen, die wir heute beantworten wollen, sind: Wie baue ich so einen Carolina Rig? Wie führe ich es? Und wann setze ich es ein? Also welche Vorteile beim Angeln habe ich eigentlich mit diesem Rig? Bevor wir das Rig jetzt binden, schauen wir uns den ganzen Aufbau kurz als Skizze an. Wir beginnen mit einem Wide-Gap-Haken oder Offset-Haken, damit wir unseren Köder krautlos präsentieren können. Dieser ist mit einem Tinge-Knoten oder Wirbelknoten an einem Stück Fluorocarbon verbunden. Die Länge des Fluorocarbons wählt ihr am besten mit 15 bis 30 cm. Dann seid ihr eigentlich immer so in der richtigen Region. Am Ende dieses Stück Fluorocarbons befindet sich ein Wirbel, auch wieder mit einem Clinchknoten befestigt. Dieser Wirbel wird in euren Einhänger von der Hauptschnur kommt eingehängt. Auf der Hauptschnur, idealerweise auch Fluorocarbon, befindet sich eine Glasperle, die einfach aufgezogen ist. So, und euer Bullet Weight. Also dieses patronenförmige Blei. Auch aufgezogen auf die Hauptschnur. Das war es eigentlich erstmal ganz grundlegend mit dem Carolina Rig. Wir haben jetzt alle Teile soweit in der richtigen Reihenfolge. Wir haben vorne unseren Wide Gap Haken an ein extra Stück Fluorocarbon, an einen Wirbel geknotet. Dahinter der Einhänger, die Glasperle und unser Bullet Blei. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu montieren. Einmal, das ist auf jeden Fall das Richtige für die Puristen, die wissen, wir wollen vielleicht nur oder sie wollen nur das Carolina Rig angeln. Sie haben vielleicht 5-6 Routen auf dem Boot dabei. Die können das Ganze hier mit ihrer Hauptschnur verbinden. Dann würde an dessen Ende hier jetzt die Angelroute kommen. Damit habe ich die Möglichkeit, den Haken noch zu wechseln, die Vorfachlänge also zu variieren. Der Rest des Ganzen musste aber dann mit einem Neuknoten gewechselt werden, weil ich ja hier den Snap abschneiden müsste. Wer das Carolina Rig einfach nur mal ausprobieren möchte und die Möglichkeiten haben möchte, alle Teile in sich ständig tauschen zu können, dem empfehle ich, hier erneut einen Wirbel anzuknoten und das Ganze als zwei Montagensystem in der Angeltasche immer dabei zu haben. Jetzt habe ich die Option, das Endstück mit dem Haken zu tauschen, genauso wie die Option, Bleigröße, also Bleigewicht oder Perlenfarbe und so weiter, ständig miteinander tauschen zu können und das Ganze eben einfach in meine Hauptschnur einzuhängen, wenn ich vielleicht vom Jig-Angeln schnell wechseln möchte auf das Carolina Rig oder wieder zurück zum Jig. Wir haben hier die Schnur, die von unserer Route kommt, also den Leader unserer Hauptschnur. In den meisten Fällen ist das ja schon Fluorocarbon. Auf diese schiebt ihr zuerst das Bullet Weight, anschließend die Glasperle. Anschließend folgt dann unser Snap oder Einhänger, den ihr sonst ja auch an eurer Hauptschnur befestigt habt. Dazu nehmt ihr einfach den ganz normalen Wirbelknoten oder Clinchknoten. Wie immer solltet ihr beim Fluorocarbon, beim Knoten mit Fluorocarbon, daran denken, den Knoten kurz anzufeuchten. Ich empfehle euch, das nicht mit dem Mund zu tun aufgrund der Weichmacher, sondern einfach beim Basteln ein bisschen Wasser bereitstehen zu haben, so wie hier. Tunkt den Knoten kurz ein und dann könnt ihr das Ganze problemlos festziehen. So, der erste Teil unserer Montage wäre damit fertig. Das Ganze sieht dann so aus. Für den zweiten Teil benötigen wir ein weiteres Stück Fluorocarbon. Ich habe jetzt hier ca. 20 cm und an ein Ende dieses Stückes kommt mein Haken. Der Knoten ist wieder ein einfacher Clinchknoten. Den feuchte ich erneut kurz an, bevor ich ihn festziehe. So. Und ans andere Ende dieser Montage kommt in diesem Fall ein Wirbel. Diesen Wirbel können wir, wenn wir die Montage abgeschlossen haben, dann in unseren Snap aus dem Bau an der Hauptschnur einhängen und haben dann die Montage abgeschlossen. Kurz anfeuchten. So. Und das Ganze kann festgezogen werden. Überstehende Schnur könnt ihr am Knoten ruhig relativ bündig abschneiden. Gerade vorne am Haken würde ich euch das empfehlen. So verhindert ihr, dass sich Kraut an der Schnur verfangen kann.
Ein kleiner Extra-Tipp für das Verarbeiten von Fluorocarbon beim Knoten ist es, wenn ihr die Enden, die beim Knoten abstehen, mit dem Feuerzeug einmal kurz andicken lässt, sodass der Knoten dann nicht mehr durchrutschen kann. Die Gefahr beim Clinchknoten ist ja immer, dass unsere Schnur vielleicht zurückrutschen könnte. Gerade das etwas steifere und festere Fluorocarbon ist da manchmal ein Problemkind. Und wenn ihr das Ganze angedickt habt, kann da keine Gefahr mehr bestehen. Der Effekt, den ihr bei der Führung des Kavlanovics erreichen wollt, ist ja der, dass nachdem das Ganze abgesunken ist, ihr das Blei und den Köder einmal vom Gewässergrund anheben wollt. Danach soll das Blei absinken und der Köder langsam hinterher trudeln. Das erreicht ihr über zwei Wege. Zum einen könnt ihr das Ganze ganz einfach faulenzen, so wie ihr das mit euren Jigs wahrscheinlich auch schon tut. Das heißt, zwei, drei schnelle Kuppelumdrehungen machen, das Ganze einfach kurz vom Gewässergrund abheben lassen, Blei fällt runter, Köder sinkt langsam hinterher. Die zweite Möglichkeit ist eine etwas aggressivere Köderführung über die Rutenspitze, das sogenannte Jiggen, indem ihr also beim Ankurbeln noch mit der Rutenspitze einen kleinen Hieb gebt. Dann schießt das Ganze deutlich aggressiver nach oben und auch deutlich höher vom Gewässergrund ab. Hat dann natürlich auch eine längere Nachsinkgeschwindigkeit. Das Blei wird über die Schnur absinken. Der Köder kommt jetzt in diesem Fall hier 50 cm schwerelos zum Grund und kann dann in dieser Zeit vom Fisch aufgenommen werden. Die zweite Möglichkeit würde ich euch eher empfehlen, wenn das Wasser etwas wärmer ist, die Fische ein bisschen mehr Tempo brauchen, um auf den Köder aufmerksam zu werden. Die lange Absinkphase wiederum ist natürlich die sogenannte Strike Zone, also der Bereich, in dem der Fisch dann den Köder auch aufnehmen wird. Wenn ihr an der Rute merkt, dass eure Schnur schlaff wird, ist das Blei auf den Grund gesunken, wie beim Jig-Angeln. Ihr solltet aber auf jeden Fall noch 2-3 Sekunden warten. Manchmal kann man bei kaltem Wasser sogar 10 Sekunden warten, den Köder einfach liegen lassen, bis der Biss kommt. Denn wenn das Blei auf dem Boden ist, ist das ganze Spiel ja noch nicht vorbei. Der Köder sinkt noch hinterher und in dieser Zeit kommen auch in den meisten Fällen die Bisse. Ab und zu, wie gesagt, auch bei liegendem Köder. Deswegen gebt der ganzen Sache ruhig mal 3-4 Sekunden Zeit und wartet ab, was passiert. Eine auch effektive Möglichkeit, das Carolina Rig zu führen, die meisten gar nicht nutzen, ist, das Ganze einfach über den Grund zu schleifen. Wenn ihr mit langsamen, gleichmäßigen Kurbelumdrehungen das Blei und die Perle über den Grund schleifen lasst, dann sorgt das Ganze dafür, dass sehr, sehr viel Staub aufgewirbelt wird, das ganze Sediment kommt so ein bisschen hoch und das Ganze wirkt eigentlich wie ein grundelnder Fisch. Das macht Barsche vor allen Dingen und auch Zander oftmals aufmerksam auf den Köder, der dann langsam hinter dieser Sache hinterher taumelt und der dann eben auch aufgenommen werden kann. Auch das solltet ihr unbedingt ausprobieren, wenn das Gewässer kalt ist, wenn die Fische nicht so richtig Bock auf eure Köder haben, sind das auf jeden Fall super, super gute Möglichkeiten, um noch ein paar Bisse rauszukitzeln. Zwei extra Tipps habe ich noch für euch. Einer betrifft die Montage des Köders. Gerade bei gesalzenen und weichen Ködern, die häufig benutzt werden fürs Carolina Rig, fällt eine Sache auf. Sie reißen sehr, sehr schnell ein hier am Haken. Das Problem ist, dass nach 2-3 Bissen oder nach mehrmaligem Aufziehen des Köders hier unten Risse entstehen und der Köder dann vom Haken zu rutschen droht, nämlich so. Dann ist der Köder erstmal so für euch nicht mehr verwendbar. Ich empfehle euch bei weichen Ködern und bei Offset-Haken auf jeden Fall sogenannte Final Keeper oder Hook Keeper zu benutzen. Diese könnt ihr in den Köder einstechen und den Haken dann durch eine vorgesehene Öse einführen. Diese hält dann natürlich auch deutlich mehr Fische aus. Der Köder kann also deutlich länger gefischt werden und auch bei Fehlbissen oder harten Bissen nicht vom Haken rutschen. Ich habe das Ganze einfach in den Köder reingesteckt, komplett versenkt, führe jetzt den Haken durch die Öse des Final Keepers hindurch, so, ganz bis zur Kante hier hinten, drehe den Haken wie gewohnt einmal um und führe ihn dann durch den Bauch des Köders zum Rücken nach oben. Jetzt ist das Ganze deutlich sicherer montiert, der Köder kann nicht mehr ausreißen und hält deutlich, deutlich länger. Ein weiterer Tipp für die Montage eures Rigs betrifft die Schnurdicken. Wie ihr festgestellt habt, haben wir zwei Schnurteile. Einmal den Teil vom Haken bis zum ersten Wirbel und als zweites den Teil, auf dem Blei und Perle laufen. Ob ihr das Ganze direkt an eurer Hauptschnur montiert habt oder eben mit einem weiteren Wirbel als tauschbare Montage, das ist erstmal euch überlassen. Was ich euch aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass ihr für den vorderen Schnurteil vielleicht einen etwas dünneren Durchmesser benutzt, zum Beispiel 0,25er, und für den hinteren Teil einen etwas dickeren Durchmesser, zum Beispiel in diesem Fall vielleicht 0,30er Schnur, sodass
bei einem starken Hänger ihr auf jeden Fall eine Sollbruchstelle eingebaut habt, in dem Fall hier in der dünneren Schnur, sodass ihr bei Abrissen nicht eure gesamte Montage verlieren würdet, sondern eben nur den Haken mit dem Endteil und alles andere im Prinzip euch erhalten bleibt. So Leute, das war's schon wieder mit Fishing Hacks für heute. Wie immer findet ihr alle Produkte in der Videobeschreibung, die wir heute verwendet haben. Lasst auf jeden Fall ein Abo für den Kanal da, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ganz, ganz wichtig, bitte in die Kommentare schreiben, welche Themen euch interessieren würden, welche Fragen ihr habt und auch konstruktives Feedback. Unter allen Kommentaren verlosen wir heute ein richtig dickes Paket. Zum einen Fluorocarbon mit 8 Kilo Tragkraft von Sunline, dazu passend Bullet Weights mit 14 Gramm Gewicht, Glasperlen in Rot, 8 mm Größe, Bulky Stage Haken von Hayabusa in Größe 5-0, Mustard Snaps, 20 Kilo Tragkraft, Predax Tönchenwirbel und Final Keeper. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.